keine großen Flaggen von Parteien, wo irgendwelche großen Logos drauf sind. Das wollen wir hier nicht. Fridays for Future ist neutral. Vielleicht haben Sie ja den ein oder anderen Euro übrig, um uns hier zu unterstützen. Das Ganze geht in keine Privattasche, keine Angst. Das Ganze fließt in die Demos und in die Organisation. Was wir wollen, ist eine Zukunft. Der Bericht des Weltklimarates. Der letzte Bericht ist erst vor gut einem Monat ungefähr erschienen. Und in diesem steht, dass es noch Hoffnung gibt. Hoffnung, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Es steht aber auch drin, dass jede weitere Tonne an CO2 dafür sorgt, dass wir gefährlich nah an Kipppunkte rankommen. Und eben diese Kipppunkte sind sehr entscheidend, was das Weltklima angeht. Und irgendwann ist eben auch bei uns der Punkt erreicht, wo unsere Ökosysteme das nicht mehr aushalten können. Und was daran so dramatisch ist, dass dieser ganze Prozess irreversibel, das heißt unumkehrbar ist. Deswegen appellieren wir hier und heute an alle PolitikerInnen, dass sie in der nächsten Legislaturperiode sich an das 1,5-Grad-Ziel halten sollen und eben auf den Rat der Wissenschaft, wie es im IPCC steht. Und wir eben nicht miterleben müssen, wie Gletscher verschwinden, Permafrostböden auftauen und somit Treibhausgasemissionen freigesetzt werden oder wunderschöne Regenwälder mit einzigartiger Artenvielfalt nicht mehr überlebensfähig sind. Klimaziele, wir sind laut, wir sind viele, haltet euch an Klimaziele. Keine Bundesregierung wird mehr tun für das Klima. Das Problem ist, dass Politik anders orientiert ist wie auch in der Demokratie anders orientiert ist als die Klimaschützer, die hier die Demonstration machen. Das Problem ist, dass Politik quasi an alles denken muss. Die muss an die Wirtschaft denken. Sie muss schauen, dass die Wirtschaft läuft, weil sie wird abgestraft dafür in der nächsten Wahl, wenn sie jetzt Mist baut. Da kann man entweder traurig sein oder verstärkt sich bemühen darum, dass die Klimaforderungen diskutiert werden bis in die Regierung hinein. Das, denke ich, ist notwendig. Es ist dringend notwendig. Können wir überhaupt was ändern? Tut sich was? Ich dachte, die Menschheit ist vielleicht einfach zu blöd. Aber an solchen Momenten wie heute, da sehe ich, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung dadurch, dass ihr alle hier seid. Wir kämpfen dafür. Wir sind hier, wir sind da. Und wir wollen etwas verändern. Und ich denke, wir können das auch schaffen. Das Thema Klimaschutz ist Thema in jedem einzelnen Wahlprogramm. Das Thema Klimaschutz war nie so präsent wie heute. Das Thema Klimaschutz, an dem kommt keiner mehr vorbei. Deswegen, wir können etwas bewegen, wir haben schon etwas bewegt, aber es ist noch lange nicht genug. Nicht die nächste Generation sein, die das gegenseitige Ausspielen von Umweltschutz gegen soziale Interessen mitmacht. Die einzigen, die sich darüber streiten, sind alle Wissenschaftler mit ein paar Konzerngutachten und sonst niemand. Lasst euch nicht von irgendwelchen FDP-Nern als Geringverdiener beschimpfen, wenn ihr eure Prioritäten im Leben richtig setzt und mit weniger glücklicher sein könnt. Viele Menschen hier brauchen einen zweiten Job neben einer 40-Stunden-Woche. Das ist alles ganz verdammt schief gelaufen. Es ist jetzt 40 Jahre lang wegen Halbwahrheiten und Lügenmärchen nichts passiert, außer dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen und der Planet noch mehr kaputt gegangen ist. Lasst uns nicht die nächste Generation sein, die das länger mitmacht. Lasst euch euren Kampf nicht ausreden von Menschen, die in den letzten 40 Jahren nicht aktiv geworden sind. Das Problem ist, dass Kapitalismus, also Wachstum,
und Klimaschutz nicht miteinander geht. Das passt nicht, weil Wachstum bedingt Konsum und Konsum bedingt Ressourcenverbrauch. Und Ressourcenverbrauch ist das, was uns all diese Probleme, Klimawandel, Artensterben, die Vermüllung der Ozeane und des Landes und der Ressourcenverbrauch, das ist ja alles auf viel zu hohen Konsum zurückzuführen. Und den wird keine Bundesregierung leider anpacken, weil darauf das ganze Wirtschaftssystem des Kapitalismus beruht. Und damit glaube ich nicht, dass irgendeine Regierung, weder unter SPD, schon gar nicht unter Scholz, noch unter Baerbock, und schon gar nicht unter Laschet das Thema ernsthaft anpackt. Fürchte ich, leider. Und man soll die vielleicht auch befragen, die bisher verdienen, an der Kohle und an ähnlichen Dingen. Da wird ja sehr gut verdient. Aber das geht alles auf Kosten des Klimas und unserer Gesellschaft. Natürlich dann nach Möglichkeiten suchen, die Regierung dazu zu bringen, etwas mehr zu tun, was aber nicht einfach ist, da wir auf der Bundesebene keine Möglichkeiten zur Einflussnahme haben, außer der normalen Wahl. Meines Erachtens müsste man eine bundesweite Volksentscheide ermöglichen, dann hätten wir auch die Möglichkeit, hier einzugreifen. So können wir es nur auf Landesebene machen oder auf kommunaler Ebene, aber wir müssten dann auf alle Fälle als Bürger die Initiative ergreifen und versuchen, die Politik dazu zu bringen, was zu ändern. Ich sag Klima, ihr sagt Schutz, Klima, Schutz, Klima, Schutz, Klima, Klima, Schutz, 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 Wagen in der Ferne, Wagen in der Ferne, zerstören unsere Umwelt, nur für ein Massengeld. Worin wir unsere Zukunft sehen? Erneuerbare Energien. Worin wir unsere Zukunft sehen? Erneuerbare Energien. Worin wir unsere Zukunft sehen? Erneuerbare Energien.